Hallo liebe Autofreunde, in dem Video möchte ich euch gerne eine Softshell-Jacke vorstellen, die mich über Jahre schon begleitet und von der ich einfach begeistert bin immer noch. Und ich habe letztens im Internet gesehen, dass es die noch zu kaufen gibt, deshalb auch das Video, ein guter Tipp von mir. Vielleicht interessiert ihr euch sonst schon für sowas und ja, gleich vorweg, für mich eine echte Alternative zu einer teureren Jacke von beispielsweise Marken wie Arc'teryx oder ähnliches, eine richtig gute Jacke und für mich eine Jacke, die ich zum Wandern anziehe, wie auch auf Reisen gerne mitnehme, weil sie verzeiht einem auch, wenn man die zusammenpackt und so in den Koffer reinstopft oder in den Rucksack, die bleibt nicht wahnsinnig lange verknittert. Und ja, die ist wirklich sehr dünn und trotzdem richtig gut halt verklebte Nähte, ich zeige es nachher noch. Womit man natürlich dann sehr gut bei Wind und Wetter ja, unterwegs sein kann, ohne auszukühlen. Diese Marmotjacke nennt sich Marmot Kingpin. Ja, komischer Name, trotzdem so kann man sie im Internet finden. Das Material ist Polartec Power Shield, nennt sich das, braucht sich jedoch vor Gore-Tex und Ähnlichem nicht zu verstecken. Wie ich finde, die ist wirklich ein gutes Material und habe ich auch schon auf strengeren Wanderungen und Exkursionen getragen, wenn es dann richtig übles Wetter war und überraschenderweise hatte ich nie richtig gefroren darin. Zumindest sicher war es nicht das Material, das das Problem ausgemacht hat. Eigentlich wollte ich damals, als ich die gekauft habe, so eine Mammut-Softshell-Jacke kaufen, die mir aber dann einfach irgendwie zu teuer gewesen sind und im Internet fand man da immer wieder unterschiedliche Angaben, was die Qualität angeht, ob das wirklich ausreichend ist und deshalb habe ich die hier entdeckt und mich dann auch kurzerhand entschieden, die gleich zu kaufen und auszuprobieren und bin bis heute begeistert davon. Ja, die kann in allen Wetterlagen bestehen, wie gesagt, die kann man auch einfach im Sommer mitnehmen auf eine Reise, wenn man denkt, es kommt vielleicht nasses Wetter oder viel Wind oder so, da hat man mit der kein Problem, weil die einfach auch sehr, sehr gut gestaltet ist. Man sieht es hier unten, die hat Gummizug hier, damit man das anpassen kann. Und die Kapuze, die ist richtig cool. Die hat ebenfalls diese Gummi, wo man anpassen kann. Hier oben noch so ein Cappy dran, eine Art Cappy, wie man es von vielen Autojacken kennt. Und dann kann man das kann man auch hochklappen, wenn es dann irgendwie stört bei der Sicht, wenn man Tiere beobachten möchte und sowas, hat man da ein bisschen eine weniger eingeschränkte Sicht. Zu den Taschen und all dem, das ist eigentlich ganz einfach aufgelistet. Hier hat es zwei Brusttaschen, die verklebt sind. Man sieht es hier ein bisschen, das von der letzten Wasche. Ich habe sie letztens mal wieder gewaschen und imprägniert mit so einem Spezialwaschmittel und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, wie ich finde. Sie ist wieder besser wasserabweisend, ist jetzt natürlich auch nicht so was, wo man ewig im Wasser stehen kann. Das ist allerdings bei allen anderen auch nicht der Fall. Dann hat sie diese Lüftungsschlitze, die aber auch ja, ein Verfassungsvermögen haben, da kann man also auch noch was reinpacken, ja, wie es einem dann auch angenehm sein kann. Auf der Seite hier für so Leute, die Skifahren und sowas, da irgendwie das Ticket bereit haben müssen für in den Scanner rein, so eine Tasche, ja, das ist also ähnlich aufgebaut wie die meisten dieser Art Jacken. Die Ärmelabschlüsse hier mit Klett kann man auch beim Weiteren verstellen und hier oben, was ich auch immer richtig toll finde, diese Kinnschützer, damit man hier nicht mit dem Kinn am Reißverschluss reibt. So, machen wir den mal ein bisschen auf. Es ist ein Einwegreißverschluss, der keinen Windschutz, also einen Reißverschlussdeckel hat zum drüberknöpfen, wie man es auch wieder von den meisten dieser Softshell-Jacken kennt. So ein regenfester Reißverschluss ist das, so gut als möglich ist. Und dann hat es hier unten einfach innen drin so eine Schutzleiste. Und das funktioniert auch ganz gut. Und hier sieht man genau so eine Naht.
wie die verklebt ist, tipptopp. Und eben allein das macht schon sehr viel aus, wenn es um die Temperatur geht, weil eben das natürlich dann windundurchlässig ist, vor allem auch. Ja, dann, ja, was kann man noch zu sagen zu so einer Jacke? Sie ist wirklich sehr schlicht, hat nicht wahnsinnig viele Taschen, wie das üblich ist für diese Art Jacken. Ich finde sie einfach extrem preiswert, sehr viel günstiger als vergleichbare Jacken von teureren Marken. Und Marmot ist ja auch nicht nichts. Es ist auch eine gute Jacke. Und wie gesagt, die Qualität ist tipptopp. Was mich ein bisschen gestört hat und irritiert hat anfangs, war das hier, dieses Braun. Da habe ich mal gefragt bei der Verkäuferin, ob die irgendwie schon gebraucht gewesen ist oder wie sowas zustande kommt. Ne, offenbar ist es wirklich einfach der Kleber, der da so eine Farbe bekommen hat, unter dieser bisschen wasserdichten Schicht vom Reißverschluss. Ja, damit komme ich eigentlich praktisch schon wieder zum Ende dieser Vorführung der Jacke. Ich finde sie richtig gut. Wie gesagt, ich habe sie letztens wieder mit so einem Waschmittel gewaschen, imperiert, und nun ist sie wieder tipptopp, auch für den Regen raus. Das ist die Marmot Kingpin, nochmal den Namen dazu, hier in Schwarz, gibt es auch in anderen Farben, wie ich gesehen habe. Und eben, wirklich eine gute Alternative für anstatt teurere Marken. Ich möchte hier natürlich niemanden kränken, man kann nichts falsch machen mit so einer Arc'teryx-Jacke, aber das ist einfach ein bisschen sehr preiswert, wie ich finde. Hier eben nochmals zu diesem Kragen, den man hochschließen kann, die Kapuze zusammenziehen. Ich war letztens Wale beobachten auf so einem Schnellboot und hatte die da unter diesem Anzug an, die sie einem gegeben haben, mit der Kapuze dann so zugezogen, und es war absolut tipptopp, weil ich musste den Anzug ein bisschen offen lassen, um das Fernglas griffbereit zu haben und die Kamera. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also da wieder richtig Wind abbekommen, und ja, es war wirklich ganz, ganz toll mit der Jacke. Und auch wenn es dann mal wärmer wird, finde ich, ist das wirklich eine, in der man nicht so schnell schwitzt. Und ein kleines Packmaß für den Rucksack, eine ideale Wanderjacke ist das. Ja, ich bedanke mich fürs Reinschauen, hoffe, ich konnte euch hier weiterhelfen, falls ihr euch dafür interessiert habt. Und ja, wie gesagt, hier kann man eigentlich nichts falsch machen mit dieser Jacke, außer vielleicht die falsche Größe bestellen. Ja, danke schön fürs Reinschauen und habt viel Spaß draus.